Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen ganz praktischen kleinen Zubehörartikel vorstellen. Die Pelicase-Reihe kennen mit Sicherheit viele von euch. Bauen diese großen unzerstörbaren Koffer für wichtiges Equipment, für Expeditionen und alles Mögliche. Wir nutzen sie zum Beispiel auch im Büro, um Datensicherungen sicher von A nach B zu transportieren. Aber es gibt natürlich auch schöne kleine Modelle und den habe ich mal geschenkt bekommen. Ein Pelicase 1010 und es ist wirklich eine praktische Größe für einige kleine Dinge. Ich transportiere zum Beispiel momentan für meine beiden Digitalkameras, wenn ich unterwegs bin, ein paar Visitenkarten immer noch mit drin, die Reserveakkus. Da sind die auf jeden Fall geschützt drin, hier die ganzen Lithium-Ionen-Akkus. Alle vier passen rein, plus zweimal Speicherkarten. Da drinnen dann ist aber auch noch so eine Gummierung. Da passt bei mir zufällig wunderbarerweise zum Beispiel auch die kleine Sony rein. Das war sowas von perfekt. Wenn man dann noch die Kordel übers Objektiv legt, hat man sogar noch den Hohlraum ausgefüllt und dann wackelt nichts mehr. Kann so wunderbar stoßgeschützt und wasser- und staubdicht einen empfindlichen Elektroartikel reinmachen. Also die RX100 passt da genau rein. Oder natürlich, man hat richtig Fettstrom dabei, so eine Powerbank, die dann vielleicht nicht autotauglich wäre. Ne? Gerade wenn man vielleicht so im Boot unterwegs ist oder so, oder nur halt mit dem Zelt und es ist halt nicht gerade trockene Jahreszeit, Winterschnee oder Regenzeit, kann man natürlich auch so eine Powerbank, die genau hier reinpasst, schützen. Dazu natürlich Notfallstrom dabei, egal was passiert. Also wenn dein ganzer Rucksack ins Wasser fällt, ist anschließend noch deine Powerbank oder die Digicam einsatzbereit. Eine wirklich coole Größe, diese kleinen Pelicase 1010er. Ups. Zack. Pelicase. Coole Sache, werden wir einen Link vom Hersteller drunter machen. Da gibt es ja unendlich viele Modelle. Ne? Könnt ihr eure Ausrüstung sicher verwahren. Okay Leute, danke fürs Reinzappen, bewerten und kommentieren. Wir sehen uns hier bald wieder zum neuen Video. Bis dahin, bye bye, ciao, bis zum nächsten Video.